Servus und willkommen, Freunde, zu meinem vierten Part meines Minecraft Let's Plays. Wir spielen heute wieder auf unserer Map. Und heute haben wir mal ein bisschen vor, so ein wenig was auszubauen. Wir haben ja hier aufgehört, das letzte Mal. Ich habe hier unabsichtlich einen Glasblock hingepackt, den ich jetzt auch zerschlagen habe, da er mich nicht mehr interessiert. Der arme, arme Glasblock. Ja, nichtsdestotrotz finde ich diese kleine Hütte hier eigentlich ganz, ja, man kann es lassen. Also ich finde es jetzt persönlich nicht so schlimm. Hier haben wir ein wenig Sand abgebaut. Und ich würde sagen, da wir ja schon eine Nacht geschlafen haben hierin, können wir ruhig ein bisschen auf eine kleine Expeditionstour gehen. Eventuell in so ein, wie nennt man das? Sandtempel. Den gibt es ja bekanntlicherweise in Wüsten. Und dazu werde ich mir hier in die Kiste noch mein Eisenerz packen. Wobei, ich könnte mir natürlich ein Eisenschwert machen vorher. Ja, das werde ich noch schnell machen. So. In der Zeit kann ich ja mal hier Stöcke machen. Schmiedekunst erzielt. Na dol. Ich fühle mich gerade voll super. Verrottetes Fleisch können wir ruhig hier lassen. Nachher braten wir auch noch unser rohes Hammelfleisch. Und gut, wir haben schon zwei. Das heißt, wir können uns schon ein Schwert machen. So, die Schaufel werde ich auch da hier hin tun. Unsere Holzsachen können wir ruhig da rein machen. Und eine zweite Steinspitzhacke wäre nicht schlecht, da wir auf Tour gehen. Mache ich einfach mal. So. Pack mir noch alles hier rein. Ein Stock. Das kann man hier reinpacken. Die Akazienholzblätter lasse ich mir noch über. Die Schaufel lasse ich mir auch noch. So. Ich könnte ja auch etwas anpflanzen. Weizenkörner zum Beispiel. Ja, das mache ich einfach noch schnell. Ein Stock haben wir, brauchen aber noch einen. Ach, das ist mies. So. Und so. Nee. Ey, wie dumm ich bin. Statt eine Steinhacke zu machen, habe ich mir einfach so mal eine Steinaxt gemacht, aber ja, lasse ich einfach mal hier. Genauso wie das. Und ich mache das einfach mal hier schnell. Hier leckt das ein bisschen bei mir. Ich nehme die Folge auch gleich. Ich habe, also wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, das ist, dann nehme ich diese gleich darauf hinauf. Die Kohle kann ich hier lassen. 50 Fackeln sollten doch reichen. Gut, dann würde ich sagen, ich holze noch ein, zwei Bäume, damit ich auch genug Holz habe, falls es darauf ankommt. Und dann geht es eigentlich schon los. So. Und diesen Baum hier noch. Dann sollten wir aber auch genug Holz haben. Ja, wir haben es gleich. Jawohl. Na gut. Jetzt werde ich die alle mal so machen und bei denen das gleiche. Damit wir genug Holz haben, falls es wirklich darauf ankommt. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Gleich mal hier einen Blick reinzuwerfen. Mal gucken, was es hier so gibt. Ja, das ist gar nichts hier. Das ist gar nichts. Ich
hätte mir mal merken sollen, wo unsere Hütte ist. Okay, da ist ein Berg. Und hier bei dem, was ist hier unten? Auch nichts, okay. Und da vorne? Na gut, aber wenn wir jetzt wirklich nicht weit weggehen, dann. Wow, langsam. Hier können wir doch mal reinschauen. Ja, hier liegt auch noch einiges an Kohle. Hier geht es nicht weiter. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen uns die Kohle mit, auf jeden Fall. Und suchen einfach mal weiter nach einigen Schätzen. Eisen oder so. Was natürlich nicht schlecht wäre. Oder Diamanten, aber was ich weiß, gibt es die erst ab Stufe, ab Höhe 11, 12. Und so tief unten sind wir auf keinen Fall. Von dem her können wir uns das gleich mal ein bisschen abschminken, dass wir Diamanten finden. Aber Kohle für den Anfang tut es ja auch, ne? Braucht man immer wieder. So, jetzt können wir hier auch wieder raus. Und da drüben rein. Da unten. Erstmal da reinschauen. Okay. Hey, cool. Ich hab da was gefunden. Ich glaube, das war Eisen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das war Eisen. Hey, immerhin ein Eisen gefunden. Ich höre hier irgendwo Zombies in der Nähe. Das erfreut mich überhaupt nicht. Ne, hier gehe ich jetzt auch nicht alleine runter. Ich habe auch noch gar keine Rüstung und gar nichts. Ein bisschen riskant. Da ist ein Zombie. Na komm her. Oh. Armer Zombie. Hier ist ja noch einer. Kann es sein, dass hier irgendwo ein Zombie-Spawner ist? Warum kommen die alle von dort? Ich lasse die Kohle jetzt einfach mal liegen. Wir haben ja so und so schon einiges an Kohle. Hier 21 Stück und im Haus haben wir auch noch 20 Stück circa. Aber das Eisen, das nehme ich gerne mit. Hier ist noch ein Eisenblock. Eisenblock, ich meine, ja, Eisenblock. Hier oben auch noch. Sieht ja alles gut aus. Hier habe ich auch noch irgendwo ein Eisen gesehen. Ja, da oben. Da auch. Da oben auch noch einer. Läuft da ziemlich gut mit dem Eisen momentan. Was mich natürlich sehr freut. Jetzt haben wir 10 Eisenerze. Das ist ja ziemlich gut. Also für den Anfang würde ich mal sagen, ja. Nee, ein Skelett. Gucken, vielleicht droppt er ja seinen Bogen. Nee, nur Erfahrungspunkte. Richtig unnötig. Aber ja, sonst hinten geht es auch nicht weiter. Das heißt für mich, dass wir hier jetzt mal abhauen. Und ah, ich habe hier eine Spinne gehört. Hier ist auf jeden Fall noch ein wenig Eisen. Welches ich gerne einsammle. Wirklich gerne einsammle. Da ist noch ein Skelett. Ne, von dem flüchten wir. Da haben wir sowieso keine Chance. So. Jetzt habe ich ein kleines Problem wegen dem Skelett. Ich habe nur noch 3 Herzen. Jetzt werde ich aber schleunigst was essen. Damit ich hier auch wieder Herzen regeneriere. Wir haben ja gar nicht so viel mitgesammelt.
mitgenommen, aber 15 Eisenerze sind, ja, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden mit der Ausbeute. Ich werde mir echt mal eine neue Tastatur kaufen müssen. Das ist echt nicht mehr normal. Es wird auch schon wieder dunkel draußen. Das bedeutet für mich schleunigst ins Bett. Zuerst sammeln wir hier noch dieses Eisen auf. Mir kommt so vor, als ob ich echt viel Eisen übersehen hätte, aber das ist mir momentan egal. Ich muss mich erstmal einfinden, dieses Texture Pack. Und meiner Meinung nach sieht das alles ein bisschen mittelalterlich aus. Von daher kann es sein, dass ich hier und da mal ein Eisenerz vergessen mitzunehmen oder so. Da geht es ja noch weiter, aber ich möchte hier raus. Ich möchte hier raus. Ich möchte jetzt nicht unbedingt rein, aber was soll's. Mit der Kohle und ich höre überall Zombies und dort Eisenblock. Hier ist bemooster Stein. Mal gucken. Ja, als ob ich nicht gewusst hätte. Das war mir irgendwie so klar. Schnell abbauen. Und gucken, was in der Kiste liegt. Eisenbrot, Namensschild, ein Sattel, Schwarzpulver, Erde. Ne. Faden und nochmal Schwarzpulver. Da bin ich ganz zufrieden mit der Ausbeute und dass wir hier reingegangen sind. Jetzt nehme ich das bisschen Eisen von hier noch mit und dann geht es auch schon ab nach Hause. Und hiermit beende ich auch meine Episode. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Würde mich echt freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.